Ein Hoch an die Safe States dieses Games und damit, KO Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Little Nightmares 2. Ganz genau, so wie jeden Tag, oder? Beziehungsweise kommt drauf an, wie häufig das Let's Play dann kommt, ich weiß es noch nicht. Im Übrigen, heute ist der 19.04. Okay, genau hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben, perfekt am Checkpoint. Ah, wunderschön. Und wir haben schon wieder einen Hammer und... Ja, kann passieren. No, ich stand doch hinter der Kiste. Sag mal, was ist das denn? Nein, wie unfair. Vorher wurde er gecatcht, deswegen dachte ich, ja, das passt schon, der wird auch jetzt nicht hier. Wir machen das jetzt ganz schlau, wir platzieren den Hammer. Ja. Nur mal hier. Wir jumpen. Perfekt. Kommt der nächste oder die nächste? Der Musik zufolge waren das noch nicht alle. Ich sehe aus so wie der Typ, der mit der Axt so einfach hier so... Mann! Es tut mir leid, dass ich so rumschreie. Hä, das ist aber voll unfair. Oh, aber... Ey, Checkpoints... No problem. Das Game hat Checkpoints das Spiel durchgespielt. Ich hab gedrückt, ich hätte... Wir bleiben entspannt. Das Game hat sehr gut gesetzte Checkpoints. Wobei, eben auf solche Stellen habe ich halt gewartet im Game. Cancer-Stellen. Ich hab durch ihn durchgehauen. Endlich! Meine Güte, 10 Minuten. Nee! Gar kein Bock. Also das ist stressig. Ja, aber come on, den sehe ich ja. Ich warte doch, bis der ausgeschwungen ist. Die Musik sagt halt, dass es immer noch nicht vorbei ist. Und die Stelle hat jetzt halt legit 10 Minuten gebraucht. Oh, da ist Hansi. Mann! Ey, ich habe gar keinen Bock mehr, wenn ich jetzt wieder da hinten anfange. Ah nein, okay, alles gut. Die Stelle probiere ich auch gern zweimal. Mann! Die haben es nicht anders verdient, ganz ehrlich. So, Hansi, wie geht's dir? Das ist eine Katze, ich kann nichts machen. Ist halt mal wieder der Folgenstart schlechthin. Ist der Wahnsinn? Kaum zu glauben. Das ist aber auch nicht normal. For real. Es ist halt so. Ich will mich nicht zu sehr beschweren, aber es triggert halt schon mega. Geht's hier weiter? Komm mit, Hansi. Hilf mir mal. So muss das. Ja, der ist machbar. Ja.
Soll ich denn machen? Ach, da hinten, da kann ich kurbeln. Das habe ich nicht gesehen. Ach so. Mega laut. Das Bild ist schon wieder rot geworden. Weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme seht. Kann ich jetzt hochklettern? Ah, wir müssen wieder gleichzeitig hüpfen. Perfekt. Trotzdem ganz kurz, bei mir wird manchmal das Bild einfach random rot. Also so, kriegt einen rötlichen Stich. Ich habe keine Ahnung, wann es liegt. Ich hatte es gespeichert. Auch in... Oh ja, wirf mich mal hier hoch. Genau. Wie soll das möglich sein? Also zwei Sachen. Der arme Frosch und das unmögliche Rätsel mal wieder. Liebe es. Ihr glaubt nicht, wie sehr ich so etwas liebe. Ich laufe jetzt einfach an. Er ist sehr konzentriert. Seht ihr das? Ich kann nichts nehmen. Ich kann nichts aufheben. Hallo. Ich kann nichts aufheben. Die Taste funktioniert nicht. Also die Taste funktioniert schon, aber hebt nichts auf. Ey, lass es nicht so früh im Let's Play schon zu einem Struggle-LP werden, weil das Game irgendwelche Bugs hat. Come on. Bis jetzt ist das Game wirklich gut. Aber sowas nervt. Ja, jetzt funktioniert's direkt, first try. Es ist unfassbar. Achso, kann ich das hochheben? Halte das Ding nicht fest und er hält es trotzdem. Ja. Wir müssen das hochheben. Diese Zwei-Spieler-Mechanik macht das Game echt, echt interessant, muss ich sagen. Da, Ist weird. Hansi, Hansi, nein, Hansi. Nein, Hansi. Nein, Hansi. Nein, Hansi. Ja gut, also ich kann die Wut ja ein Stück weit verstehen. Also du wurdest entführt und... Das ist fair. I see so. Ey, ich unterstütze das. Ich unterstütze keines der Aspekte im Spiel im echten Leben. Die Musik. Steht noch ein Klavier. Das ist jetzt so das Streberkind.
Wir dürfen uns so bewegen, die Musik. Ja? Wo spielt das Ganze denn? Ich würde doch mal da hier sehen. Ey, das wird unangenehm laut. Klar, bei euch ist es immer ein Stück leiser als bei mir. Damit. Damit ihr mein Voice hören könnt. Aber vielleicht bemerkt ihr es, die Lautstärke wird unangenehm. Im Hintergrund diesem Horror-Grusel-Effekt. Achso. Der dann einfach hoch. Ah, Lüftung. Will ich sehen, was auf der anderen Seite liegt? Nein, eigentlich nicht. Ah, sie schreibt einen Song. Ey, danke. Ich finde dich cool, extra für mich. Das war knapper als alles, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Da. Ja, an dem Ding. Ey, mein Herzschlag, ich spüre den auf dem Controller. Unangenehm. You're not gonna believe me. Muss da wieder hoch. Unangenehm. Aber nun gut, da sie uns ja nicht hört. Wie komme ich hier eigentlich wieder hoch? Do not move right now. Just breathe. Keine Ahnung, wie ich hier hochkomme. Weiß nicht, wie ich hochkomme. Ich muss den Hocker verschieben. Ich sag's euch, das wird in 10 Anläufen nix. Wir warten noch mal kurz. Ich predikte, sie kann sich jetzt umdrehen. Sorry, dass ich hier so vorsichtig spiele, aber so eine Stelle halt 500 Mal zu machen, bockt halt null. Ich hoffe, ihr versteht das ein Stück weit. So, hier sollte sie mich nicht sehen. Das Problem ist, ja, im Normalfall würde ich jetzt sagen, yo, jetzt bin ich safe, aber ist ja nicht true. Ist ja nicht true. Sie kommt ja überall hin. Warte, 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 warte. Ich war doch dreht, ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ja, ich habe gesehen, wie ich gestruggelt habe. Ich hab's gesehen, ist okay. Ja, man hätte das schneller lösen können. Warum ist sie zu? Nicht euer Ernst. Hallo! Du bist doch so ein Vollidiot. Sag mal, der ist ja dümmer als ich im echten Leben. Mir springt ihr mal ins Gesicht, vielleicht bringt das was. Ich habe nicht mal den Sprungknopf gedrückt. Nur um das ganz kurz zu appreciaten, ich drücke den Sprungknopf gar nicht. Ich drücke nur Y.
Ja. Und das macht halt schon so ein bisschen das Spielerlebnis kaputt. Weil jetzt auf einmal kann sie da durch. Immerhin kann sie nicht alles mit ihrem Hals. Sie kommt legit überall hin. Ich dachte so, ja, wir sind jetzt safe. Safe, das passt schon. Was ist eigentlich ihre Mission, hä? War das... Schwindel. Ich dachte, in den Lüftungsschächten ist man immer so safe. Zerstört gerade so ein bisschen... Weiß nicht, ich hoffe, es kommen keine Gegner mehr, die überall hinkommen können. Mal gucken, was erwarte ich denn von der Stadt? Eine Schule, ein Laden? Ich weiß es nicht. Wir sind am großen Spalt der spaltianischen Spaltigkeit angekommen. Ah, da können wir rüber balancieren, okay. Ganz kurz, sorry, dass ich jetzt am Schluss so laut wurde, aber es, sowas triggert mich halt immer. Wenn es halt so Stellen gibt, wo der Charakter, ich habe nicht A gedrückt und er ist gesprungen. Das sieht mega sicher aus. Und sowas triggert mich dann halt auch ein bisschen. Das ist mega das coole Bild. Einfach mal screenshotten fürs Thumbnail. Nee, ich habe ja fürs Thumbnail Bilder in der Deluxe-Version, die ich als Hintergrund nehmen kann. Oh, wie hier richtig realistisch Wasser runterläuft. Das sieht aus wie Schlamm. Toll. Ich will mich nicht sehr beschweren. Wo sind die ganzen Leute? Warum sind hier nur noch Klamotten? Ich verstehe es nicht. Was ist los mit euch? Da kann ich wieder dran ziehen. Komm mit, Hansi. Geht nicht weiter. Drücken. Ah, so machen wir den Deckel zu. Klar. Und jetzt wieder ein Stück nach rechts, dass wir mit einem Jump dahin kommen. Ja. Passt das so? Hansi? Ja. Komm. Wir machen ein Rennen und... Ja, der ist machbar. Komm mit, Hansi. Den schaffst auch du. Ich habe nicht springen gedrückt. Genau solche Stellen meine ich. Solche Stellen meine ich. Wo der Charakter irgendwas macht, obwohl er es gar nicht drückt. Das liegt ja obviously an der Programmierung vom Spiel. Das ist ja kein Bug im Controller. Der Controller ist neu. So, ich drück gar nichts mehr jetzt. Da fühle ich mich bisher sicherer mit. Ist der Regen bei euch auch so extrem laut? Also klar, ihr hört mich noch deutlich drüber. Ich sehe das ja hier rechts. Aber trotzdem, der Regen ist schon... Der ist schon anders laut. Ah, oh, ein Papierboot. Könnt ihr die... Oh, und wieder so ein Dude. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was die sollen. Ah, wir haben ein Papierboot. Komm mit, Hansi. Wir können jetzt Papierboot fahren. Dass wir hier wieder ablegen müssen. Nun gut. So, jetzt lass mal überlegen. Was ist denn so das Nächste? Hansi? Komm mit. Machst du. Nein. Echte Farben. Als ob, das ist Six. Hansi ist Six. Das heißt, wir spielen sozusagen die Vorgeschichte von Six. Ja, doch ein Laden, dachte ich mir. Oh, ein Hut. Darf ich den aufsetzen? Nö. Dass das... Ja, ja, klar. Nee, nicht klar, aber ja. Deswegen hasst sie auch jeden Typen, der da ist, so. Und tötet alle. Sie kennt das Ganze schon aus der Geschichte von Mono. However, is his name spell, I do not know. Kannst du mich hier nochmal hochwerfen? Danke. Es ist einfach Six. Wie? Was für eine krasse Lore wollt ihr haben? Kasierstudios? Ja, ja. Also das heißt, Six ist hier. Was heißt das für die Story und Lore? Eigentlich nichts. Außer, dass wir sie hier schon antreffen. Wir müssen zu zweit ziehen. Six kann das im ersten Teil halt alleine dann. Ah, wie cool.
ich bin voll der Fan, krieg ich ein Autogramm? Und so Six so, hä? Was? Hä? Was war das? Okay, ist das hier das nächste Gebiet? Weil immer, wenn wir auf so einer großen Dingsinn irgendwo reingehen, erreichen wir das nächste Gebiet. Schön, halt dich doch. Ich halte mich fest. Gut unterrichtet. Achso, wir sind jetzt, ja, wir sind jetzt obviously fertig mit, ja. Ist das ein Krankenhaus? Oh, nee, das ist ein Gefängnis. Eine Irrenanstalt. Da ist einer. Da gehe ich jetzt mal lieber nicht hin. Hey, müssen wir aufmachen. Wahrscheinlich wieder zusammen mit Six. OMG. Oh. Was ist das für ein Krankenhaus, das zur Hälfte ins Nichts führt? Ich brauche Anlauf und mich auch festhalten, ja. Hier! Er springt einfach nach links. Nachdem ich oben bin, springt er nach links. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich starte nachher zwischen den nächsten zwei Folgen das Spiel mal ganz kurz neu und gucke, ob es vielleicht daran liegt, dass das Spiel einfach irgendwie einen Bug hat. Aber das ist halt des Todes. Vor allen Dingen, es ist ja nur nach links. Wenn ich hier jetzt hochklettere, er springt nicht nach rechts. Es ist wirklich nur dieser Sprung nach links, der seltsam ist. Okay, wir sind im Krankenhaus. Was stelle ich mir in einem Krankenhaus vor? Auf jeden Fall irgendwie so Psycho-Zeugs, ja. So, keine Ahnung, hier und da werden zwei Körperteile miteinander verbunden und boom. So Zeugs. Also das, was man von einem Krankenhaus in einem Horrorspiel erwartet. Das heißt, der Typ ist wahrscheinlich so ein, entweder so ein Typ im Rollstuhl so hier, der... Oh, die Sicherung. Gar kein Bock. Oder ist es halt einer der Angestellten hier. Der Doktor. Eins von beiden wird es sein. Ich hoffe auf Ersteres. Stell ich mir cooler vor. Der Typ im Rollstuhl uns dann jagt. Ey, und hör auf so laut zu sein, Mann. Wir haben noch niemanden gesehen. Yo. Ich glaube, wir müssen hier rein. Bevor das einstürzt. Mach doch Six! Ja, mich lässt sie hier liegen. Danke. Hallo! Ey. Das war so knapp, weil er sich nicht gehalten hat. Oh, das war eine gescriptete Passage, dann ist alles okay. Immerhin, wir haben jetzt Six Stimme mal gehört. True. Wir kriegen eine Taschenlampe. Was ist das? Ja, es ist ein Krankenhaus. Wie unangenehm möchtest du sein? Spiel? Ja. Und das ist jetzt halt so ein Punkt. Gib mir halt reale Horror-Vibes. Oh, da ist wieder so ein Dude. Hi! Ja, doch. Den Wagen hier ziehen. Aber ich muss doch den Wagen hier ziehen. Mal weg, Six. Was sieht... Oh, auch dieses Blooming, gell? Hier ist so richtig blendet, das Ganze. Dann doch hier rechts weiter? Ja, unangenehm ist es trotzdem. Vor allen Dingen halt jetzt auch mit dem Licht. Ich hoffe, hier gibt es später noch Licht in dem Game. Oh ne, ich habe Angst, dass meine Lampe ausgeht. Dann stehe ich im Dunkeln da.
Es sieht aus wie, kennt ihr das, wenn ihr an der seid, auf dem Jahrmarkt und dann Ketchup und Mayo bekommt? Das sieht genauso aus. Da gibt's so. Da gibt's das so zu drücken. Da vorne ist Licht, da mache ich doch mal meins aus. Da sneak ich mich auch rein, weil Licht meistens. So, wir müssen. Können wir hier eine Dose rausholen? Nein. Hier können wir ein Ticket ziehen. Natürlich die Wartenummern. Müssen wir doch eine Dose da rausholen? Ja, der Hebel sieht so sass aus. Gute. Gute. Kako Kalo. Genau. Natürlich keine Produktplatzierung. Wieder ein Fernsehen. Aber hier sind Leute. Ohne Köpfe. Sind das wieder nur Puppen oder sind die diesmal real? Wir müssen wieder einen Kanal suchen, nicht wahr? Das immer dreimal. Müsst ihr mal mit dem Stick einfach in eine Richtung irgendwie, dann funktioniert das. Ja, und wir sind wieder drin. Okay. Es ist zwar trotzdem noch weird, diese ganze. Vielleicht kommen wir jetzt an die Tür. Inside. Leute, wenn euch das Ganze gefällt, lasst ein Like da. Ich bin noch da. Darf ich jetzt sagen, wie weird diese... Ja klar, da oben, da gehen wir rein. Das sieht doch feucht. Wir brauchen zwei Sicherungen dafür. Den verschieben. Okay, also wir brauchen da oben obviously zwei Sicherungen. Eine kriegen wir vielleicht hier unten schon direkt. Ey, ich mag Krankenhäuser nicht. Also keine Ahnung. Ich bin selten im Krankenhaus. Wenn dann jemanden zu... App. Mega cool. Ja, das mit dem Bären, das habe ich gerade schon an der Wand gesehen. Das aber auch sass. Hier hinten links an der Wand seht ihr einen Bären, der hat einen Schlüssel in sich. Ich finde das ein bisschen zu auffällig. Aber gut, ich stelle den Bären hier hin. Ne, ein Stück weiter links. Ja, steh du deine Ente da auch hin. Nein? Ah, du bleibst mitstehen. Ja, da ist was in der Ente, aber nicht in dem Bären. Blöder Bär. Wegwerfen kann. Hier, komm mal mit. Das könnte so ein tolles Spiel sein, wenn man den Horroraspekt weglässt. Bist du der richtige Bär? Oder hätten sie Zeichnungen, die können wieder was auf die Lore sagen. Auge, Auge, Auge. Der Mann mit einem Hut. Geist. Mann mit einem Hut auf dem Kopf. Kleidung. Und ich weiß nicht, was das jetzt direkt über mir sein soll. Auch diese Schneckenkreise, da weiß ich nicht. Aber den Mann mit Hut, haben wir den nicht schon mal gesehen? Ich glaube. Vielleicht hast du ja den Schlüssel. Der Hase. Ah! Etwa der Hase. Zwei Sachen, wie kriege ich den Schlüssel da jetzt raus?
Er hat so ein tolles Ohr. Es hat eine richtig gute Ragdoll. Du hörst den Schlüssel auch, wenn du ihn wirfst. Naja, gehen wir hier mal raus. Ja, dann nimm du die Ente mit. Mann, das Spiel könnte so schön sein, wenn wir den ganzen Horroraspekt weglassen. Das habe ich gerade eben schon gesagt, aber trotzdem. Da mit der Ente rumläuft und er mit seinem Hasen-Fragezeichen. I don't know. Nimm den jetzt mit. Er begleitet mich jetzt das ganze Spiel. Was die Ente vergessen. Scheint, als würden wir die Sachen hier oben nicht brauchen. Hier brauchen wir den Key. Dann gehen wir mal mit dem Fahrstuhl runter. Wenn sie die Ente wegwirft, heißt es, wir sollen damit nicht hoch. Hui. Du hörst den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ihr das hört in der Aufnahme, aber ihr hört so ein kleines Klimpern einfach, wenn der Schlüssel runterfällt. Oh, wir sind schon fast am Ende der Folge. Whoops, kann passieren. Ich hasse solche Fahrstühle. Der Hase sieht so cool. Habe ich recht? Ja. Ah, ich kann da den Hasen reintun. Klar, weil der Schlüssel verbrennt ja nicht. Das ist der Leichenverbrennungsapparat. Ja, das ist sowas im Kreis. Creepy, wie er da sitzt. Echt schön warm. Darf ich da direkt rein? Ja. Das ist der Key. Okay, ich würde sagen, ja, komm, fahren wir noch kurz hoch. Öffnen die Tür. Also, ein Horrorkrankenhaus soll es sein. Naja. Wird das so schlimm werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mir bei einem Haushalt schon echt eklige und brutale Sachen vorstellen. Es ist ein Krankenhaus. Wer kann sich nicht in einem Krankenhaus Menschenexperimente und sonst so Sachen vorstellen? Ich erhebe jetzt die... Jo, und wie es dann hier weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann... Like da und tut euch das auf keinen Fall nochmal an. Bis dann!